Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich habe mir jetzt mal das Fragezeichen markiert neben dem Foto von dieser neuen Stele und habe gesehen, dass das halt genau da ist, wo wir eben gerade die Quest gemacht haben. Nur, dass wir praktisch hinter der Statue, wo ich gesagt habe, dass sie bitte nicht aufwachen soll, einen Tunnel haben, den man aufschlagen muss. Hätte ich den mal gleich gesehen, hätte ich mich vorhin mal nicht so doll auf die Statue konzentriert, sondern auf die Wand dahinter. Hätte mir 20 Minuten Suchen erspart. Rührt sich nicht. Ich die ganze Zeit... Wo soll man denn hier noch weiter runter und... Auf einmal. Hä, was ist das für eine komische Wand? Muss die da sein? Da ist was im Weg. Der Weg ist versperrt. So, jetzt hat sie die Fähigkeit zu klettern verloren, oder was? Anscheinend schon. Rührt sich nicht. Keine Ahnung, ob das so gemacht werden muss. Ich versuch's einfach. Den kann ich nirgends hin mehr bewegen, oder? Nee. Das Ding ist auch hier getrappt. Da ist was im Weg. Ich weiß nicht, warum sie einfach die Fähigkeit verloren hat, über Sachen rüber zu klettern. Ist das ein Geier? Nö. Ich glaube, sie kann nicht durchsneaken. Sie hat vergessen, wie man klettert. Ah!
bisschen. Hier sollte sie überall rüberklettern können. Also der toten Helden, genau, da wollen wir hin. Ja, guck, das war genau auf dem Bild. Keine fiesen Viecher, die mich angreifen wollen, ist nice. Zeitlupe des Kronos. Welche Fähigkeit war das? Das Ding, ja, kannst du behalten. Jo. Okay. Jetzt brauchen wir noch was. Haben wir hier irgendwo noch ein schönes Foto direkt neben einem Zeichen? Ach so, man kann. Okay, es gibt auch Schiffe, mit denen man hier mehr fahren kann. Es muss halt auch in diesem Gebiet sein. Da. Ja. Komm, zeig mir das Foto. Das hier hinten am Ende der Welt? So ein cool. Boah. Werden wir wohl absuchen müssen. Gehe ich hier rein, auf jeden Fall. Vielleicht hier. Vielleicht hier hinten. Dann gehen wir hier zurück, da hoch teleportieren und da komplett durchlaufen, würde ich sagen. Wenigstens kann man raus teleportieren, nicht so wie bei anderen Höhlen im Hauptspiel, wo du dann wieder rauslaufen musst. Ja, ist mir scheißegal, der Skill. Könnt ihr behalten.
Also da vorne müssen wir hin. Ja, ich hoffe, mir den zu zeigen, danke. Αναίρεση σε στή. Εστιλωτισμός. Υπόμενος είναι αυτό. Τελείαν και παύλα. Ακάνθος στέρνανι, άγε. Okay, das ist was, was wir zerstören müssen. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Müssen wir vielleicht da runter? Macht euch nicht die Mühe, ich gehe doch wieder. Das ist ein Wrack. Aha, siehste, richtig geraten. Als Dux und Fluss und so. Aber hier ist...
Stuff, den man nicht aufheben kann. Das ist nicht cool. Okay, die Stelle ist auch nachgemacht, die ist auch in anderen Höhlen. Lilanes leuchtendes Nein. Bingo. Hört sich auch nicht eigentlich. Und verbessert, ja, ist halt das, was die machen, ne? Was holen, ja. Dann. Drei von vier. Gibt's irgendwo noch einen Hinweis? Da bin ich rein und hier hinten ist das. Nicht schlecht. Jetzt muss ich nur einen Weg wieder rauszukommen. Also ich würde halt gerne den normalen Weg rausnehmen, weil wir dann hier noch uns umgucken können. Wenn ich jetzt wieder rausporte, muss ich wieder ganz Ende laufen. Hier vorne zu dem Felsen wieder zurück, wo wir uns durchgezwängt haben. Welchen Weg noch was?
diese Richtung. Ja, ja. Mhm. Gefällt mir. So. Also braucht mehr als einen. Deshalb benutze ich den nicht, weil der so viel Aufladung braucht. Kommen wir doch nur auf den normalen Weg wieder raus. Verdammt. Hatte ich eigentlich nicht vor. So, hier nochmal. Unter Wasser irgendwo. Da ist irgendwas. Da ist nichts. Ja, wo kriege ich jetzt denn jetzt das vierte her? Muss ich jetzt erst irgendwie eine andere Quest weitermachen? Wir könnten einmal mit Hermes sprechen. In die Richtung. Das ist natürlich irgendwo, wo ich wieder nichts habe. Okay. Das heißt, wir wollen jetzt wohin? Müssen wir hoch irgendwo da? Oder ist das unten? Okay, dort mal. Schauen. Und los. Statue sein. Hinter uns. Hinter uns habe ich keine Zeit. Wir müssen weiter geradeaus. Ah, du bist Hüterin. Du hast endlich meine Werkstatt gefunden. Ich weiß, sie macht nicht viel her, aber sie ist mein Zuhause. Ich sagte doch, nenn mich Cassandra. Vor dem Stab? Ha. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe dir so viel zu zeigen in diesem großartigen Land. Wenn du es schon anbietest, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Oh, gib ihnen etwas Zeit. Die goldenen Felder enthüllen sich nur langsam und auf bestimmte Weise. Aber ich kann helfen. Komm mit mir. Vielleicht hast du recht. Ich muss den Kopf frei bekommen. Wohin? Ich betrachte mich als Schlüsselmacher. Einer meiner Schlüssel könnte dich interessieren. Was machst du in deiner Werkstatt? Erfinden. Alle Geheimnisse der Wirklichkeit sind hinter Türen versteckt. Meine Erfindungen sind wie Schlüssel, die diese Türen öffnen. Dann wollen wir mal. Du enthüllst die Geheimnisse dahinter. Ah, bist so weise wie Pythagoras. Doch warum reden wir darüber, wenn wir es auch sehen können? Ne, verarsch mich. Wende den Blick dorthin. Persephones erste Festung. Hättest du sie nur sehen können, kurz nach der Errichtung. Wie vieles im Elysion ist das eine Ruine. Was ist geschehen? Dieser Ort ist wundervoll, wie alles, was Persephone erschafft. Doch die Welt verändert sich mit ihren Launen. Wenn ich Ruinen sehe, weiß ich, dass sie uns dringender denn je an ihrer Seite braucht. Na los, komm!
Los! Na los! Komm schon! Komm schon, komm! Sieh nur! Komm schon! Stell dir all die Helden vor, die durch diese goldenen Felder kamen und sich im Glanz des ewigen Friedens sonnen. Sie alle dachten nie etwas Schöneres zu sehen, bis sie schließlich Persephone erblickten. Und weiter. Vorwärts. Ella. Da, Hüterin. Dieser Lagerplatz ist der Ort, an dem Hephaistos ein Heim für Aphrodite errichtete. Das macht nicht mehr viel her. Es stand aufrecht, bis Aphrodite dieses Balk Adonis traf. Seine Fähigkeit, mit nur einem Lächeln Unruhe zu stiften, ist ohnegleichen. Ja. Und los geht's. Los. Komm schon. Ho, ho! Los! Komm! Hier lang! Los! Die Höhle führt zu einem Schlüssel, den ich für den Stab erschuf. Schlüsselmacher und Stabhüterin. Freunde, verbunden durch ein Geheimnis. Das wäre nice. Ach so, was macht das Schiff hier oben? Ja. Sollte ich mich ein bisschen beeilen? Wie komme ich denn da hin? Da komme ich auf jeden Fall wieder runter, ja. Von da komme ich nach da und dann darüber. Kann das sein? Ja. Thank you.
Der Weg ist versperrt. Jetzt reicht's mir. Ich habe vergessen, dass sie nicht über Spitzen klettern kann. Was dafür auch zu blöd ist. Doch wieder eine Höhle, verdammt. Jetzt bekommen wir den Sturmangriff. Genau. Den kannte ich schon aus dem Trailer. Und den nehme ich. Müssen wir schauen. Raus. Das ist so cool. Hallo. Meine Objekte. Da. Guck, das ist da drinne. Das ist irgendwie unter der Statue. Da müssen wir noch ein bisschen nachkorrigieren. Ab geht's. Sehen, wo wir hin wollen. Er ist unter uns, genau, aber ich will zuerst oben rauf. Ja, war erfolgreich, würde ich sagen. Würde. Oh Gott, ich dachte, jetzt fällt sie runter. Wieder so eine. Ich kann nicht klettern. Moment.
Was ist da drin mit mir geschehen? Stell dir einen Moment lang vor. In dir, in uns allen sind Pergamente aufgerollt wie Bänder. Auf diesen Pergamenten steht geschrieben, wer du bist, wer du warst und wer du sein wirst. Ergibt das Sinn? Wie alles andere hier ergibt es überhaupt keinen Sinn. Dann nennen wir es Schicksal. Dein Schicksal ist vorherbestimmt. Doch was du da drinnen erlebt hast, war ein Schlüssel, den ich geschaffen habe und der dir erlaubt, es zu kontrollieren. Ich habe viele erschaffen. Danke. Ich bin es nicht gewohnt, alleine zu segeln. Auf der Adrastea hatte ich immer Barnabas an meiner Seite. Ah, nun, ich hoffe, es vergeht noch viel Zeit, bis ich ihn hier treffe. Ich überlasse dich deinem Abenteuer. Du findest mich jederzeit in meiner Werkstatt. Chere, Hermes. Okay. Ich würde gerne mit Adonis reden, aber die anderen sind näher und die geben auch Ausrüstung. Hier ist einfach jetzt nur den Weg wieder zurück, ne? Ja. Nee. War nicht vorher hier irgendwo? Ach, egal. Los! Okay, dann werden wir im nächsten Part mal gucken, was Hermes noch für uns hat. Ich werde offscreen versuchen, von diesem Gebiet und von dem anderen Gebiet alle blauen Sachen für die Herrschaft von Persephone da runterzumachen. Bewege ich dich einfach, komm. Danke. So, dass wir dann hier im nächsten Part in Ruhe anfangen können, ohne nochmal zurückzukehren. Ciao, Leute.